Und diese Person hat es als Strafe benutzt, mich für gewisse Zeitspannen einfach zu ghosten, bis sie mir dann wieder schrieb, als wäre nichts passiert. Wurdest du schon mal geghostet? Oh mein Gott. Ja. 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 Yes. Ich habe ein Talent dafür, geghostet zu werden. Also. Nicht nur einmal. Und ich denke nur so, warum? Warum? Lass mich kurz überlegen. Nein, ich bin eine transsexuelle Frau auf Dating-Apps. Ghosting ist quasi mein Hauptzeitvertreib. Ey, es ist mega nervig. Ich wurde so oft geghostet. Erst letztens tatsächlich. Ja, natürlich. Wer wurde noch nicht geghostet? Nee, ich glaube nicht. Nein. Ich werde gerade von meinem Vermieter geghostet. Was heißt das nochmal? Dass jemand dich zu 100% ignoriert, auf keine Nachricht mehr antwortet, dich quasi aus dem Leben löscht. Jetzt wurde ich erst vor kurzem geghostet und das hat mir auch echt wehgetan, weil die Person hat sich sogar dafür entschuldigt für das Verhalten und wollte es mir erklären und hat mich danach nochmal geghostet. Ich habe die Person getroffen, das Date lief auch meines Erachtens nach sehr gut und dann war die Person einfach weg. Also wir haben so mehrere Monate gedatet und dann haben wir irgendwann aufgehört, also die Person hat irgendwann aufgehört, mit mir zu reden, also mit mir zu schreiben, die mich so gefragt hat, ob wir irgendwie so ernsthaft daten oder nicht oder was daraus werden könnte. Boah, wie mies. Voll. Fand ich schon sehr schwierig zu dem Zeitpunkt, weil ich die Person sehr mochte. Also ich war mit dieser Person auch in einer Art Beziehung und diese Person hat es als Strafe benutzt, mich für gewisse Zeitspannen einfach zu ghosten. Bis sie mir dann wieder schrieb, als wäre nichts passiert. Hätte ich die Möglichkeit, vor seine Haustür zu scheißen, dann würde ich das machen. Das hat sich richtig schlimm angefühlt. Und das hat damit angefangen, dass ich tatsächlich bei einer Verabredung stehen gelassen worden bin. Und man hatte sich auch schon gesehen. Und plötzlich ist die Person nicht aufgetaucht. Und ich habe nie eine Antwort bekommen, warum die Person nicht aufgetaucht ist. Und das war sehr gewaltvoll, weil es mich nicht in Ruhe gelassen hat. Und ich habe geweint danach und ich habe mich echt mies gefühlt. Ich war richtig traurig. Ich habe, glaube ich, eine Woche durchgeheult. Es ist ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht, der nicht wirklich da ist. Es war sehr schwer für mich, das irgendwie jetzt so zu verarbeiten und zu vergessen, weil ich so irgendwie auch öfter mit der Person noch konfrontiert war. Ja, das war scheiße. Das war richtig scheiße. Aber irgendwie habe ich mich dadurch auch stark gefühlt, weil ich wusste, hey, ich würde so nicht mit der Situation umgehen. Für mich als jemand, der queer ist, als jemand, der nicht weiß ist, ist halt, glaube ich, Ablehnung so ein schmerzhaftes Thema. Und wenn diese Ablehnung dann nicht mal kommuniziert wird, dann komme ich, glaube ich, noch weniger klar. Als Drag Queen oder sehr feminine, flamboyante Person ist es doch durchaus an der Tagesordnung, geghostet zu werden, vor allem, wenn Leute herausfinden, dass ich Drag mache. Weil ich würde sagen, auf Dating-Plattformen bin ich nicht immer direkt erkenntlich. Aber sobald Leute das rausfinden, ist es entweder, sie finden es geil und sie feiern es, oder sie finden es furchtbar und ghosten mich. Was ich aber viel schlimmer fand, ist dann, als mich ein Freundeskreis quasi geghostet hat, weil ich einfach nicht mehr Teil von einer WhatsApp-Gruppe war, in der alles stattgefunden hat. Und dann wurde ich ausgeschlossen, mehr oder weniger absichtlich. Es war eine ehemalige beste Freundin. Ich bin dann weggezogen zum Studium und unser Leben ist so voll in verschiedene Bahnen einfach ein bisschen gelaufen. Ich glaube schon, dass man es als Ghost nennen kann, weil ich mich irgendwann einfach nicht mehr gemeldet habe. Wenn Freundinnenschaften einfach irgendwann einschlafen, ist es ja auch so ein bisschen Ghosting manchmal. Ich wurde geghostet, nachdem ich eine Person geghostet habe. Das war Karma, wirklich. Ich habe mich irgendwie nicht getraut, einer bestimmten Person zu sagen, ey, so, ich fand's cool und so weiter, aber es geht irgendwie nicht weiter. Und daraufhin wurde ich von zwei Typen geghostet, die ich gedatet habe, hintereinander. Und beim ersten Typ war ich schon so, krass, so fühlt es sich an. Es tut mir so leid, dass ich das gemacht habe. Jemanden so einfach in der Schwebe zu lassen, finde ich, raubt einem die Möglichkeit, es für sich selber auch abzuschließen und zu sagen, ja, okay. Nur weil ich in dem Moment nicht die Zeit habe oder die Mut oder so, es einer anderen Person zu sagen, muss ich nicht eine andere Person schlecht für fühlen. Das ist mein Struggle, so, und das habe ich gelernt. Und deswegen muss man sich da zusammenreißen und anderen Leuten das sagen. Also Leute, never ghost, weil man will das selber nicht. Also wenn ich im Moment auf die Anzahl der ungelesenen WhatsApp-Nachrichten bei mir schaue, dann würde ich sagen, ich ghoste gerade auf jeden Fall ein paar Leute, unter anderem auf jeden Fall meine Mutter. Also von daher, hallo Mama, wenn du das siehst, ich lebe noch und ich melde mich auf jeden Fall sehr bald. Also wenn überhaupt, dann vergesse ich zu antworten. Bist du also ein Typ, der so 158 offene Chats bei WhatsApp hat? 55, glaube ich. Hast du schon mal selber geghostet? Ja. Leider. Shame on me. Ich bin auch jemand, der ständig ghostet. Meinst du, du hast mal selber eine Person damit verletzt? Ja. Hast du eine Begründung für dich, warum du manchmal selber ghostest in solchen Momenten? Bindungsängste kicken. Ich würde sagen Faulheit
und Feigheit und schlechte Kommunikation. Und wenn ich einfach gemerkt habe, dass meine Energie gerade ja, aus meinem Körper gezogen wird von einer anderen Person. Aber hast du dich danach so doof gefühlt, dass du das gemacht hast? Ich habe mich voll doof gefühlt. Ich tinder zum Beispiel so ein bisschen. Ne? Ich versuche mein Glück irgendwie zu finden. Alle ghosten alle. Es ist furchtbar. Wenn ich da so Nachrichten bekomme, wo ich mir denke, dann antworte ich da halt auch einfach nicht. Ich bin jetzt auf Tinder und kriege keine Antworten. Also ich kenne das irgendwie so, dass mir ganz viele Leute nie zurückschreiben, ich aber auch nicht zurückschreibe und man sich dann irgendwie nach 5 Monaten nochmal anstupst und denkt, hey, na, sorry, ich war die letzten paar Monate irgendwie so ein bisschen offline. Hast du Bock, mal ein Bier zu trinken vielleicht doch? Also dadurch, dass man schreibt, kann die Person sich einfach verstecken. Aber es ist wie, als ob man sich treffen würde und ich dir irgendwas sage und du guckst mich an und sagst einfach nichts. Das hört sich richtig scheiße an. Und irgendwann war ich dann so, ja, okay, fuck it. Wozu sollte ich dir noch schreiben? Sag mir ruhig, wenn du mich blöd findest, aber einfach nur zu ignorieren, das kann ich nicht. Ich schreibe dann auch nochmal. Ich bin dann so, Fragezeichen. Also ich bin mittlerweile Fan geworden von dem Feedback. Wenn man so im Guten auseinandergeht oder einfach einen Grund sagt, so hey, ich fühle es gerade nicht mehr oder hey, ich kann gerade nicht mehr, ich habe keine mentale Kapazität mehr. Hey, es ist okay, von mir aus vibet es nicht, ich hoffe für dich auch und ich würde den Kontakt jetzt gerne beenden. Und ich versuche auf jeden Fall daran zu arbeiten, es nicht zu tun und besser zu kommunizieren und eher zu sagen, was ich will oder was ich nicht will. Wurdet ihr schon mal geghostet? Wenn ja, dann erzählt uns doch gerne mal davon unten in den Kommentaren. Und ansonsten schaut auch gerne mal bei unseren KollegInnen von 5Souls vorbei. Sie haben darüber gesprochen, wann es denn in Freundschaften okay ist zu ghosten. Ansonsten findet ihr noch mehr Dixi-Folgen hier drüben. Tschüss, bis nächstes Mal.